Willkommen, meine Damen und Herren, zum Kampf der Giganten. Heute sehen wir im Ring auf der linken Seite Gott Choo-Choo Charles, eine riesige Kreatur mit unfassbaren Kräften. Und auf der rechten Seite haben wir Gott Boxy Boo. Diese beiden Gottkreaturen werden heute in einem 1-gegen-1-Duell in Los Santos antreten, um zu entscheiden, wer der Beste ist. Jo Leute, was geht? Freunde, heute kommt es zu einem ultimativen Duell in GTA 5. Und zwar gibt es heute den Kampf Gott Boxy Boo gegen Gott Choo-Choo Charles. Die beiden haben sich schon einmal gegeneinander duelliert. Allerdings, Freunde, heute in der Gott-Variante. Das heißt, Leute, ihr werdet sehen, wie diese Figuren noch weiter in die nächsten Gott-Figuren upgraden. Und darunter wird es dann mehrere Kämpfe geben. Und das Ganze wird dann entscheiden, wer der ultimative Champion ist. Momentan ist Boxy Boo dort in der Innenstadt komplett am Wüten in der Gott-Version, also in der ersten Levelstufe. Und wir müssen ihn davon überzeugen, Freunde, dass er gegen Gott Choo-Choo Charles erstmal kämpfen kann. Deswegen machen wir uns als allererstes mal sofort auf den Weg in die Stadt und ich hoffe, dass wir mit ihm sprechen können, ohne dass er mich einfach angreift. Weil ich zeig's euch, Leute, er ist riesig geworden. Er ist einfach unglaublich groß. Okay, Alter, die Leute sind komplett in Aufruhr. Was ist denn los? Wait, ich glaube, da hinten sehe ich was. Boxy Boo, bist du das? Oh mein Gott, Alter. Vorsicht, Alter, er greift alles an. Boxy Boo, Alter, ist der krass geworden. Okay, Junge, wie muskulös. Boxy Boo, können wir vielleicht reden, Bruder? Willst du der Stärkste der Welt sein? Ich gebe dir die Möglichkeit, okay? Bitte. Warum war mir klar, dass das nicht funktioniert? Okay, super. Dank ihm bin ich jetzt im Krankenhaus gelandet. Ich hoffe, wir können ihn vielleicht einfach so rufen. Leute, vielleicht können wir ihn ja zusammen besänftigen, indem ihr vielleicht jetzt mal ein Like da lasst. Und wenn er das sieht, dann kommt er automatisch zu uns und er wird sich einfach diesem Kampf bereit erklären. Also Leute, lasst mal jetzt auf diesem Video ein Like da in 3, 2, 1 und smash den Like-Button. Hat's geklappt? Boxy Boo, ist er bereits unterwegs? Hallo? Oh, oh mein Gott. Yo, Wow. Okay, Alter. Krass, Bruder. Du bist richtig muskulös geworden, Alter. Das ist Level 1 von der Gottstufe von Boxy Boo. Okay, Bro, hast du vielleicht Bock, gegen Choo-Choo Charles zu kämpfen in seiner Gott-Version? Oh, jetzt sehe ich wieder in Farbe. Nice. Willst du vielleicht das ultimative Duell haben? Du in der Gott-Variante gegen Choo-Choo Charles als Gott-Variante, dass du dich für das rächen kannst, was er dir angetan hat in der letzten Episode? Okay, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Alles klar. Okay, dann würde ich dich bitten, das erste Duell findet hier in der Innenstadt am Boulevard statt. Also am Walk of Fame. Ist das okay? Ich hoffe, das ist okay. Also, warte für mein Signal. Ich rufe dich dann, wenn ich bereit bin, Choo-Choo Charles zu holen. Dann werdet ihr euch beide duellieren, Freunde. Denn das Regelwerk sieht so aus. Boxy Boo hat 3 Gott-Level-Stufen und in jeder dieser Stufe wird er gegen Choo-Choo Charles Gott antreten. Das heißt, in den Runden werden sie stärker und stärker werden, bis wir zur ultimativen Stufe bin, die entscheiden wird, wer der stärkste Charakter in GTA 5 ist. Und wer 2 dieser 3 Runden gewinnt, Freunde, der ist der ultimative Champion, bis ein neuer Champion kommt. Und deswegen, Leute, brauche ich jetzt mal kurz euch in den Kommentaren. Welche Gottfigur sollen wir als nächstes gegen den Gewinner antreten lassen? Schreibt es jetzt auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare rein, Freunde. Oder sollen wir auch ein komplett neues Duell machen? Zum Beispiel Train Eater gegen Lava Gott. Weil den Train Eater, den feiert ihr auch immer noch extrem. Und ich habe ihn nur einmal gezeigt hier auf dem Kanal. Okay, dann würde ich sagen, alles klar, Boxy Boo. Du machst dich schon mal auf den Weg in die Innenstadt. Machst erstmal kein Chaos, ja? Du kannst das Chaos ruhig gleich freilassen. Spar dir deine Energie. Ich will, dass du der Stärkste bist heute, okay? So, jetzt sind wir hier auf den Gleisen, Freunde, und warten einmal auf Choo-Choo Charles und... Wait, du bist nicht Choo-Choo Charles. Aber der Zug kommt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit. Wo ist Choo-Choo Charles? Choo-Choo Charles, bist du hier vielleicht? Hallo? Choo-Choo Charles, bist du hier vielleicht? Da ist er. Hey, war das gerade ein Kaninchen? Oh mein Gott, er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet von dem Berglöwen. Wow, danke schön, Choo-Choo Charles. Das war die erste gute Tag des Tages. Ich bin ja auch der stärkste Charakter in GTA 5. Mit meinen neuen Gottfähigkeiten bin ich der stärkste. Und das habe ich diesem komischen Boxy Boo gezeigt. Seitdem zeigt er sich in der Stadt nicht mehr. Also, was willst du? Das Lustige ist...
Ja, Boxibus zurück. Und zwar in einer Gott-Variante, genau wie du. Was? Das kann nicht sein. Ich werde diesem Einfallspinsel mal wirklich eine Bühne bieten. Und zwar als Waschlappen. Er wird keine Chance gegen mich haben. Und wenn es soweit kommen muss, dass ich mich noch weiter upgraden muss, werde ich ihn besiegen in jeder einzelnen Runde. Kann ich denn vielleicht irgendwas für dich tun, wie du noch stärker wirst? Also es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann. Und zwar ist das Support. Support von meinen Fans. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auf meiner Seite seid oder auf der falschen. Ich hoffe, ihr seid alle Team Choo-Choo Charles. Und wenn ihr jetzt dabei seid, dann könnt ihr ebenfalls jetzt ein Abo da lassen. Dann verspreche ich euch, werde ich in der ersten Runde gewinnen für euch. Let's go! Choo-Choo Charles! Choo-Choo Charles! Das ist der Spirit, den ich von dir hören wollte. Okay, Leute. Damit ist das erste Duell schon mal besiegelt. Ich bin so gespannt, wer den ersten Kampf gewinnen wird zwischen den beiden Gottfiguren. Und wie gesagt, die sind erst auf Level 1. Also die sehen halt schon ziemlich krass aus, aber ja, so heftig sind sie noch nicht. Sie werden mit der Zeit immer stärker werden, bis es, Leute, zu einem Duell kommt, das möglicherweise ganz Los Santos zerstören kann. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr habt schon ein Abo da gelassen, um Choo-Choo Charles ordentlich anzufeuern. Oder schreibt am besten für euren Favoriten jetzt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, Freunde, wie die Meinungen sind. Seid ihr Team Choo-Choo Charles oder seid ihr Team Boxibuu? Schreibt es in die Kommentare und feuert euren Lieblingscharakter an. Und ich bin sehr gespannt, auf welcher Seite ihr seid. Weil ich persönlich muss sagen, ich war eigentlich auf der Seite von Choo-Choo Charles, aber ich würde schon gerne sehen, wie Boxibuu auch mal gewinnen kann. Vor allem seine Gott-Variante scheint tatsächlich sehr stark zu werden. Also seine Level 3 ultimative Form. Okay, so, Choo-Choo Charles ist schon mal hier. Und, warte mal, wo ist Boxibuu? Oh, warte. Da ist er. Oh, wow. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das ist das Aufeinandertreffen der beiden Titanen. So, du bist also wieder in der Stadt. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, wenn man verliert, dass man aufgeben sollte? Okay, dann sehe ich keine andere Wahl mehr. Ich muss es dir nochmal zeigen. Na los, zeig, was du drauf hast. Okay, Leute, damit geht das Ganze mal los. Ich führe natürlich Regie für euch und da geht schon mal der erste Fight los. Choo-Choo Charles gegen Boxibuu in der ersten Gott-Variante. Und ich weiß gar nicht, warum du auf mich drauf gehst, Alter. Hallo, ich habe dir gar nichts getan. Okay, das scheint erstmal irgendwie... Seid ihr irgendwie... So, warte, jetzt kommt die erste Bewegung, Leute, seitens Boxibuu, glaube ich. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und jetzt der erste Angriff gegen ihn. Wie wird er darauf reagieren? Ist er endlich? Macht er was dagegen? Ich glaube schon. Und Leute, das geht's los. Jetzt wirft Boxibuu einen Stein, Alter. Und er rast mit einer Riesengeschwindigkeit auf die Autos zu. Und zack, Alter, ganz Los Santos ist in Aufruhr. Und ich frage mich gerade, es geht hin und her. Wo sind die Leute? Wo sind die? Warum seid ihr gerade auf der anderen Map? Ich glaube, das ist falsches Schlachtfeld, was wir ausgewählt haben. Wir haben einfach Chaos und Zerstörung in der Stadt. Und da ist Choo-Choo Charles wieder. Oh, der Schlag kam aber. Der hat gesessen. Oh, oh. Wie reagiert er darauf? Wird er darauf irgendwie kontern? Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich hoffe, dass das Spiel nicht laggen wird. Aber, oh, der hat ihn einfach abgebrochen, den Schlag mit dem Stein. Und Choo-Choo Charles ist geladen. Er will seinen Titel verteidigen. Aber es sieht ganz okay aus. Also momentan ist es noch ein Kampf, würde ich sagen. Ja, der ist nicht für die Geschichtsbücher. Man kann es ein bisschen besser machen. Aber ihr seht schon, der ganze Boden in der Stadt ist komplett zerstört. Also ich glaube, Leute, nach diesem Kampf muss erstmal die gesamte Straße abgerissen werden. Und ja, jetzt haben sie sich im Kino gefunden. Leute, oh, wow, Boxibuu gerade mit dem Ultrakonter. Und jetzt gehen sie in den Nahkampf über und machen es wirklich mit Fäusten regeln. Oh, das war ein Tritt seitens Choo-Choo Charles. Aber er war ein bisschen überheblich. Und jetzt sehen wir, Freunde, wie viele Leben haben die? Ich glaube, Choo-Choo Charles gerade mit so ungefähr, wie viel Leben hat er? Ich kann es gerade nicht analysieren. Die haben alle sehr viel Gesundheit. Und Boxibuu kriegt gerade einen Wutanfall. Und jetzt ist er auf dem Dach. Und Boxibuu ist verwirrt. Wo ist er hin? Er kommt hier nicht raus. Er kommt hier nicht raus. Steckt in der Decke fest. Er steckt in der Decke fest. Oh, jetzt kommt er mit dem Auto. Was wird er mit diesem Auto machen? Wird er es einsteigen? Wird er werfen? Er hat geworfen. Er hat ihn geworfen. Und jetzt fangen die Leute an, mal ein bisschen zu springen. Da machen sie die Hasel-Hopp-Strategie gerade. Und Choo-Choo Charles gönnt sich gerade ein ordentliches Bad. Oh, jetzt machen sie den Garten von den Leuten kaputt. Ja, der ganze Garten ist broken. Wie viele Leben haben die, Freunde? Die sind sehr, sehr stark. Aber die Angriffe sind noch nicht... Die sitzen noch nicht so ultra. Die sind ganz okay, aber es ist noch nicht so perfekt. Warte, Choo-Choo Charles geht? Warum?
Was? Dachte er, hat die Runde gewonnen? Und dann Boxy Boo! Boxy Boo, was macht er da gerade? Ich sehe es nicht hinter der Kamera. Wo ist er? Wait, wait, Leute. Was ist da hinter dem Truck passiert? Jojo Chance wurde besiegt in der ersten Version. Das bedeutet, Leute, der Kampf in Runde 1 ist vorbei. Runde 1 ist erstmal... Oh, okay, er fährt einfach über Jojo Chance. Leute, Runde 1 geht definitiv an Boxy Boo Level 1. Okay, und Boxy Boo scheint das Ganze übel zu feiern. Ja, er ist gerade richtig in Laune, Leute. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass in der ersten Runde Jojo Chance gewinnt, weil ihr vor allem mit den Abos ihn angefeuert habt. Aber das war ein krasses Comeback von ihm. Wird er aber auch den zweiten und letzten Punkt holen? Das werden wir herausfinden. Ich glaube, da wird ein dickes Comeback kommen von ihm. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, jetzt ist es ready für Level 2. Und jetzt werden die Charaktere upgraden und wir werden die Location wechseln zu einem heftigeren Kampf. Oh, okay. Und da haben wir den Sieger der ersten Runde. Boxy Boo Gott. Okay, das ist jetzt Level 2 und der ist richtig groß geworden. Alter, was ist deine Meinung dazu? Wie fandest du die erste Runde? Meinst du, du kannst die zweite Runde auch gewinnen? Aha. Okay, also er redet nicht viel, muss ich sagen. Okay, Leute, seid ihr bereit für den Kampf? Jetzt wird's spannend, denn jetzt werden die Angriffe stärker. Die Monster haben ein bisschen weniger Ausdauer und jeder Hit könnte kritisch sein. Also, werden wir jetzt herausfinden, wer von denen gewinnt die zweite Runde. Eine kleine Notiz, Freunde, wenn Boxy Boo die zweite Runde gewonnen hat, wird das Finale trotzdem gespielt, aber der Sieger steht dann fest. Also wünschen wir mal Juju Charles Glück, Leute, dass es zu einem spannenden Finale jetzt kommt. Okay, und da ist er, Leute. Und wir gehen in den Spectator-Mode. So, jetzt sind wir im Spectator-Modus, Leute. Und ihr könnt alleine an der Größe erkennen, wie viel größer diese Monster geworden sind. Einmal der dreiköpfige Boxy Boo und der mechanische Juju Charles Gott in Level 2. Also, Freunde, beide sind Level 2 Gott-Kreaturen. Es gibt noch eine Level-Figur, ein weiteres Level dazwischen. Aber, Leute, er geht richtig drauf. Er geht da komplett drauf mit seinen mechanischen Fähigkeiten und er macht ihn gerade in den Tornado einzwingen. Oh boy, Alter. Okay, wer von den beiden wird den Fight gewinnen? Aber das ist schon mal sehr heftig, Freunde. Oh, ich weiß nicht wie... Yo, aus der Luft und zack, Alter. Und da kam Raketenantrieb von Boxy Boo. Das habe ich nicht kommen sehen. Die Angriffe sind auf jeden Fall in der Variation heftig. Was wird jetzt passieren? Wird er... Oh, das hätte so eine krasse Landung werden können. Jetzt hätte er einen Ground Smash machen können. Aber er denkt so, ja, Mann, ich mache jetzt eine dicke Pause. Hey, 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 nicht den Schiedsrichter angreifen. Nicht den Schiedsrichter, ich bin nur Spectator. Wow, oh, was war das für ein Angriff? Jetzt gehen sie in die Luft, Leute. Nein, 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 nein. Wow. Oh, Juju Charles, du bist fast besiegt. Hast du da noch eine Antwort drauf? Ich weiß nicht, ob er noch eine Antwort drauf hat, aber er muss antworten, Leute. Er muss antworten, um diesen Fight zu gewinnen. Warte, was hat, war das denn? Wait, das war's? Wie hat er das denn geschafft, Leute? Boxy Boo, steh auf! Oh mein Gott, dieser Fight war extrem... Yo, wow, 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 Vorsicht, Alter. Ich verliere gleich die Leben, Leute. Boxy Boo gewinnt die zweite Runde mit einer Rekordzeit. Oh mein Gott, das, Leute, war wirklich... Das war wirklich eine schnelle zweite Runde. Und ja, Leute, da ist auf jeden Fall der Sieger. Wie nennst du dich, Alter? Was ist denn das für ein Outfit? Das ist ja richtig heftig. Vor allem diese spinnenmäßigen Rückenteile. Wie hast du gewonnen? Also das Ganze habe ich mit viel Training geschafft. Und mit sehr viel Wut, um ehrlich zu sein. Das große Finale wird auch mir gehören. Na, dann bin ich mal gespannt, ob du auch in der letzten Runde gewinnen wirst. Denn die letzte Runde, Freunde, die wird nämlich heftiger denn je werden. Es werden Naturkatastrophen in Los Santos in zugefügt. Und die Polizei mischt sich auch in diesen Kampf mit ein. Okay, da kommt der erste Kandidat, Leute. Und zwar in der linken Ecke haben wir Boxy Gott Level 3, Alter. Der dunkle Boxy Gott mit 5 Köpfen und der ist einfach noch größer. Boah, ich muss sagen, Alter, vor dieser Kreatur zu stehen, ich habe da Retalk Angst. Aber ey, immerhin bin ich der Schiedsrichter und muss nicht einfach, ja, mitmachen bei diesem Kampf. Ich hätte einfach keine Chance, Leute. Der wäre viel zu mächtig in dieser Form. Und in der linken oder rechten oder hinter meiner Ecke kommt gleich der nächste Gegner. Ich frage mich gerade, wo ist er denn eigentlich? Juju Charles, bist du hier? Juju Charles. Und auf der anderen Seite haben wir Juju Charles Gott auf Level 3. Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch, Bro? Noch nicht angreifen. Noch nicht angreifen. Noch.
Yo. Okay, er lädt seinen Angriff auf, Freunde. Er hat eine Strategie. Er wird sich aufladen und dann ihn zerstören. Alles klar, Leute. Das wird der Kampf der Titanen sein. Und by the way, wenn euch dieser Content gefällt und ihr davon mehr sehen wollt, dann, Leute, vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken und schreibt in die Kommentare, wer soll der nächste Gegner sein? Und wer meint ihr, wird gewinnen? Ab in die Kommentare und lasst ein Like da für die nächste Episode. Und ich würde sagen, Leute, es war mir eine Ehre. Ihr seid beide tapfere Kämpfer. Jetzt werdet ihr entscheiden, wer ist der Champion von Los Santos? Also ich meine, klar, das bin ja ich, aber na gut, wer ist der Stärkste von euch? Okay, alles klar. Julchatz kann es kaum erwarten. Er lädt seine Angriffe auf. Seid ihr ready? Let's fight! Okay, Meteoritenschauer bereits unterwegs. Das ist natürlich krass, Freunde. Und mal gucken, ob dieses Spiel kommt. Und yo, da kommt ein aufgeladener Angriff von Julchatz Gott. Und wir haben währenddessen Meteoritenschauer. Konzentrieren wir uns allerdings auf den Kampf, Freunde. Das ist der ultimative Fight der Titanen. Jetzt gehen sie dort auf dieses Gebäude drauf. Aber wer wird angreifen? Boxy Boo haut ab. Hat er Angst? Was will er machen? Was ist seine Strategie? Er klettert aufs Gebäude. Wahrscheinlich will er den High Ground holen. Und jetzt kam der erste Schlag, Freunde. Der erste Schlag von Boxy Boo. Und der war ordentlich. Der war wirklich ordentlich. Wow. Vorsicht. Wo ist er hin? Wo ist Julchatz verschwunden? Warte, da ist er. Da ist er, Leute. Er kommt. Oh, der Angriff wurde gecancelt. Oh mein Gott. Oh, Leute. Jetzt kommt der Angriff. Er lädt sich, glaube ich, auf. Julchatz. Und er schmeißt ihn weg. Das war ein weiter Schlag, Leute. Boxy Boo sieht gerade wirklich in Form aus. Es ist wirklich gut. Es sieht wirklich nicht schlecht aus für ihn. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wer diesen Fight gewinnen wird. Boxy Boo. Er war gerade angezählt, Leute. Einmal schon am Boden, nach 2 Sekunden aber aufgestanden. Und jetzt ist die Frage. Oh, was macht Julchatz gerade? Okay, die gehen aufs Dach. Oh mein Gott, Alter, die gesamte Stadt ist bald kaputt, Freunde. Oh, Junge, Alter, das wird der ultimative Fight. Okay, Julchatz gerade ist unten, aber er ist jetzt nach oben gekommen. Man sieht größentechnisch, ist Julchatz natürlich, hat er keine Chance gegen Boxy Boo. Aber, Leute, es liegt nicht in der Größe, sondern in der Kürze liegt die Würze, würde man manchmal auch mal sagen. Und jetzt der ultimative Smash. Oh mein Gott. Wie ist die Lebensleiste, Leute? Wie sind die Angriffe? Wie sieht es zwischen den beiden aus? Was sind die Lebensleisten? Was sagen die? Ich weiß gerade nicht, aber das war der ultimative Flug, Leute. Boxy Boo fliegt. Er fliegt davon. Warum fliegt er so weit? Ich glaube, er ist geschockt. Das war zu viel für ihn. Wird er diesen Kampf noch gewinnen? Oder versteckt er sich gerade? Er lauert. Er wartet. Wann kommt er wieder? Kommt Julchatz zurück? Oder halten die sich beide voneinander fern? Das wissen wir nicht. Wait, er ist da hinten. Oh mein Gott, Alter, er nimmt seinen Riesenstrahl. Und jetzt kommt auch Boxy Boo zur Hilfe und wird sich endlich wehren, Leute. Er geht in diesen Fight hinein und jetzt treffen sie sich beide mitten in der Innenstadt. Und dann kommt der Ultra mit der... Alter, dann kommt der Super Beam von Julchatz. Aber ja, was sagt die Lebensleiste bei ihm? Ich habe keine Ahnung. Die sind zu schnell. Die sind zu groß. Das ist ultimativ. Das ist Alpha. Oh, Junge, Alter, ist das krass. Und mein Spiel crasht einfach nicht. Das ist echt cool. Also dreimal auf Knopfen auf Holz, Freunde, dass das Spiel nicht crasht. Wait. Ich dachte gerade, das war's. Wo war er denn? Wo ist er? Er ist da hinten, Leute. Er muss da hinten sein. Er muss richtig... Yo. Guck mal, wie weit er geflogen ist. Alter, der ist gerade ins Universum katapultiert worden. Wo ist er? What? Leute, was macht er denn da? Komm mal wieder hierher. Der ist einfach in den Ozean katapultiert worden. Ich meine, Godzilla kommt ja aus dem Ozean. Okay, wird er wieder... Er ist wieder gekommen. Da ist er. Oh, da ist er, Leute. Da ist er. Oh, warte. Ist der ihn gerade auf? Hat ihn Boxy Boo gerade versucht aufzuessen? Okay. Er smasht ihn dort gegen die Wand. Und oh boy, das ist viel Damage, was er einstecken muss. Oh, jetzt wird er überrannt. Jetzt wird er überrannt, Leute. Jetzt wird er überrannt. Oh, no way, Alter. No way. Okay, was macht Boxy Boo? Ich glaube, Leute, ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wer das gewinnen wird. Aber die beiden liefern sich ein riesen Gigantenduell. Also es ist wirklich heftig. Oh, der erste Nuclear Strike von Julchatz. Und jetzt brennt Boxy Boo. Er brennt. Okay, er ist auf Feuer, könnte man sagen. Aber das hat ihn auch bestimmt ziemlich viel Leben gekostet. Und was macht er jetzt? Alter, nicer Angriff, nice Attacke. Nicht schlecht, sage ich einfach. Oh, aber Julchatz ist ein bisschen am Struggeln. Ich sehe ein bisschen, dass er am Struggeln. Und was? Wow! Jetzt will er es finishen. Wird das tatsächlich die unerwartete Wendung sein? Wird Boxy Boo dieses Mal der Champion werden? Wird ihn besiegen? Keine Bewegung. Er ist zwar erstmal angezählt, aber jetzt... Oh mein Gott! Nein!
nein! Oh mein Gott! Es ist passiert! Unglaublich, Leute! Das Unerwartete ist tatsächlich passiert! Foxybu hat das gigantische Rematch in der Gott-Variante zwischen den beiden gewonnen! Wobei ich auch sagen muss, dass Choo-Choo Charles in seiner Gott-Variante tatsächlich schwächer ist als in der Original-Variante. Also, Choo-Choo Charles, Gott-Variante. Bro, er ist so hoch, ich bin auf einem Gebäude drauf und der ist immer noch da. Was sagst du zu deinem spektakulären Sieg? Okay, das dachte ich mir. Alter, das ist heftig, Freunde. Es wird definitiv lange dauern, bis Choo-Choo Charles von dieser Niederlage sich recovern kann. Aber, Freunde, ich weiß auf jeden Fall, was ihr jetzt zu tun habt. Wenn ihr noch nichts anderes zu tun habt, dann checkt gerne natürlich die anderen beiden Videos aus. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und schreibt in die Kommentare, wer soll den Champion Boxy Boo Gott in der nächsten Episode in dem Duell der Titanen besiegen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.